Ein herzhaftes Gugu an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und weiter geht's mit Let's Play Metro Last Light. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, weil wir jetzt Anna suchen müssen, weil sie ja von den anderen Metro-Heinis entführt wurde. Und ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe jetzt mal das Mikrofon mal noch ein bisschen anders eingestellt. Ist jetzt halt mal ein bisschen weiter weg vom Mund. Alter. Ein bisschen weiter vom Mund weg. Alter, überall sind die Viecher. Shit. Pisst euch. Okay, das ist nicht cool. Das ist gar nicht gut. Aua. Verpiss dich. Verpiss dich. Schnell Medikit nehmen. Jetzt haben wir gerade Zeit. Ich habe es mal anders eingestellt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, oh Alter, dass ich immer das Mikrofon zu nah am Mund habe. Und jetzt probiere ich es halt gerade mal aus. Vielleicht ist es diesmal ein bisschen besser. Wenn nicht, dann muss ich mein Mikrofon etwas leiser stellen. Dann sollte man es auch nicht mehr so hören. Gut, also... Ja. Ich habe jetzt einfach mal beschlossen, mal spontan wieder ein bisschen Metro aufzunehmen. Ja, ich habe halt einfach keinen Bock, irgendwas zu zocken und... Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Ah, hier. Achso, ich muss... Gut, weiter geht's. Ja, ich habe halt einfach Bock, irgendwas zu zocken und da kam mir Metro gerade recht, weil dann... Ja. Ja, wo müsste aber wer, oder? Ja, zumindest so vor. Die müssen hin. Oh nee, nee, schon wieder so eine Lift-Scheiße. Oh Mann, ey. Gehen wir mal schnell raus. So. Wenn ich jetzt hier runterspringe, ist wahrscheinlich die Hölle los. Aber ich muss... Wir müssen Anna retten. Ich muss nicht mehr auf Land. Warum bin ich denn jetzt auf dem Desktop, Mann? Bitte ist mir das Spiel nicht abgeschnitten. Nee. Weiß nicht, irgendwie bin ich auf dem... der Desktop gelandet und ich weiß nicht warum. Gut, hier komme ich nicht hoch. Das ist natürlich ganz suboptimal. Na, da tummeln sie sich wieder, die Penner. Alter. Alter, was ist das für ein Kotzviech? Fuck. Alter, ich bin in der Falle. Scheiße, das schaut nicht gut aus. Verpiss dich mal. Du genauso, ja. Aber das Gute ist, sie können uns jetzt nicht von der Seite angreifen. Sie haben nur eine Richtung, aus der sie kommen können. Okay, da kommen sie wieder. Der ist down. Und der auch. Ha? Hervorragend. Hervorragende Arbeit. Ab nächster Woche Dienstag habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit aufzunehmen. Werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich am Dienstag endlich meine Prüfung hinter mir habe. Und dann heißt es noch erstmal wieder fett chillen. Da habe ich auch mehr Zeit, was mit Kumpels zu machen. Und für die ganzen anderen Dinge, die ich in dieser Zeit etwas in den Hintergrund stellen muss. Ja, aber Prüfung geht halt vor. Naja, ich bin trotzdem froh, wenn da mal der ganze Stress vorbei ist. Fuck, jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Okay, jetzt muss ich es nach Bauchgefühl machen. Das ist bei mir mal ganz kritisch. Okay. Vorhin haben wir wieder so ein Viech.
Machen wir mal das Feuerzeug aus. Okay, ich habe eigentlich gerade vorgehabt, mich ein bisschen von hinten anzuschleichen, aber das hat ja nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es wollte. Verpiss dich mal. Langsam reiten, Brauner. So. Alter, kommt ja noch eins. War es das jetzt? Auf jeden Fall wäre mein neuen Journaleintrag bekommen. Ah, verdammt. Vorgelegt, Krater kommt in Richtung bla bla bla, finde eine Möglichkeit, den Aufzug zu benutzen. Mann, die ganzen Aufzüge, ey. Kann man da nicht einfach Treppen steigen? Der hat Munition, das ist nicht schlecht. Die Fackel machen wir mal an. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das war ein richtig mieses. Wenn hier so viel Munition rumliegt, wenn es hier nicht weitergeht, dann muss hier irgendwas passieren. Guck mal, gibt es hier irgendwie eine Windel, wo man es hochkurbeln kann oder so? Da, hier mal was machen. Aha. Ach, der wird mit ja, Wasser betrieben. Ich verstehe. Es war so klar, es war so klar, wirklich. Fuck. Verpiss dich, Alter. Diese Drecksviecher, ich hasse sie so sehr. Mann, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich etwas leiser. Naja, solange wir sie so auf Distanz halten können, ist es ja kein Problem. Schrotflinten Munition sollten wir eigentlich auch genug haben. Es war richtiges Assi-Camping hier hinten, aber es muss sein. Ich habe nicht mal Zeit, die Taschenlampe aufzuladen. Fuck. Was ist das für ein Mördergeräusch, Mann? Muss ja nicht das fette Mörderviech sein. Nutze den Aufzug, wenn er kommt. Nee, weißt, ich bleib einfach davor stehen und sterb lieber. Also diese Tipps, die sind wirklich hilfreich und in die wäre ich total aufgeschmissen. Aber Gott sei Dank hat jemand an mich gedacht. So. Erstmal rein hier. Und nach oben fahren. Erstmal weg hier. Also noch schneller geht's hier wohl nicht, oder? Naja, ist aber trotzdem besser als wie zu Fuß zu latschen. Oh Mann, es ist chillig hier mal eine Runde aufzunehmen. Sonntag schön in Jogginghose einfach vorm PC sitzen und eine Runde zocken. Das ist für mich das Geilste, wenn man einfach mal so chillig sich hinsetzen kann und einfach mal das Leben genießt. Du hast Schrotflintenkugeln, die hätte ich gerne. Danke. Du hast nichts mehr für mich. Ah nee, Alter. Wow. Shit. Ah, Chongi von der Pumpe runter. Natürlich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Piss dich, bitte. Oh.
verpiss dich einfach, so drecksfähig. Oh oh, ich glaube, ich sollte lieber von der Seite weggehen. Alter, was will das Viech denn von mir? Ich habe doch gar nichts gemacht, Mann. Guck, guck. Mann, ist das Viech hässlich. Wow! What the fuck, war das gerade so beabsichtigt? Anscheinend. Verdammt, ey. Ich scheiß mir gerade so ein bisschen in die Hose, aber das hat er ja schon von mir gewohnt. Ihr kennt es ja nicht anders bei mir. Aber trotzdem macht das Spiel wirklich Spaß, deswegen jetzt play ich es ja auch für euch, ne? Oh oh, da kommt's wieder. What the fuck, das kommt da durch? Nein! Tu mir nichts! Verdammte Scheiße, ich muss hier weg! Scheiße, Mann. Okay, ich setze eine Falle. Du kannst dich gleich mal verpissen, du Drecksvieh. Ich habe keine Zeit für dich. Alter, es verprügelt mich ja fast. Fuck, erstmal ein Medikit nehmen. Aber ich hab dir doch gar nichts getan, Mann. Chill. Jetzt macht er drüben die ganzen Wände kaputt. Nur warum? Ja, hier komme ich natürlich nicht mehr hoch, ist klar. Hey! Alter! Muss ich ihn überhaupt lang, Mann? Ich check gar nichts. Sieht für mich alles so gleich aus. Alter, du machst ja hier alles kaputt. Das finde ich mal nicht okay. Okay, schon langsam gehen mir die Schrotkugeln doch aus. Also jetzt muss uns die Pistole helfen. Ich glaube, ich muss das Viech treffen, das was da drauf sitzt. Das ist down, Alter. Verpiss dich einfach von mir. Wow. Alter, mach doch endlich mal einen Stiefel. Ey, das ist kein Pferd. Was? Das Viech ist down? Das glaube ich ja jetzt nicht. Oh oh, shit. Ja, okay. Wir sind auch down. Wir können hier nirgends raus. Alter, shit. Fuck. Das ist jetzt ein Quicktime-Event? Ich hoffe nicht. Ach, shit. Also wir wurden irgendwo wieder rausgespült. Alle Wege führen zu Oktyabrskaya. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters. Ja, wir werden Anna schon befreien, Atjung. Keine Angst. Wir holen deine Liebe wieder.
in deine Hände. Aber ich meine, es ist hier schon hell. Ich glaube, wir brauchen gar keine Gartenmaske, oder? Nee, brauche ich nicht mal. Cool. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.